herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 3, Part 6 mittlerweile schon. Wir sind hier jetzt vor diesem Haus angelangt und müssen jetzt... Was müssen wir denn jetzt nochmal machen? Moment. Ist auch egal. Auf jeden Fall herzlich willkommen auf dem Channel Vision Gaming. Ich bin der David, also der Electric Fusion. Und ich muss mir jetzt erstmal ein Pferd besorgen, damit wir da erstmal möglichst schnell hinkommen. So. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist oder wo wir jetzt hin müssen. Aber ich reite jetzt einfach mal in die Richtung. Müsste eigentlich schon klappen. Da? Ne, ich glaube nicht. Ja, super, wir kommen jetzt darüber. Gibt es hier nicht irgendwo eine Brücke oder sowas? Lol. Da rein geht's nicht, oder? Ne. Komm schon, spring rüber. Ach, dann eben nicht. Oh ne, das war glaube ich eine dumme Idee. Wollt ihr meine Freunde sein? So. Ich nehme jetzt erstmal mein Schwert. Ich denke mal, das ist besser. Hey, was schießt du mich ab, der Pecher? Hallo? Wow! Ja, gönn dir. Komm dabei. Wir haben ja so gut wie gar nichts dabei. Ah, egal. Dann gehe ich mal weiter. Wow, was war das? Ach so, Bambi. Ich nehme erstmal meine versteckten Klingen in die Hand. Na komm, wird's mal. Das dauert jetzt hier ziemlich lange. Doch, Pescher. Na, endlich. Bruder, was geht bei dir? Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Ja, was bringt mir das, wenn du da Ausschau hältst? Nicht viel, oder? Ich verstecke mich in den Karren. Was ist ein Karren? Oh. So wird das gemacht. Damals bin ich dann um die ganze Festung herumgegangen und dann bin ich da irgendwie durchgeglitscht oder so, weil ich nicht wusste, wie man das macht. Und bin ich auch etliche Male gestorben. Was packt der denn so rum, der Karren? Wagen. Was ist denn im Wagen? Habt ihr eine Ladeliste? Wenn ihr wünscht. Ich dachte jetzt, durchsucht jetzt den Karren. Aber mich sieht man ja so nicht. Glaube ich. Das
Leuchte für ein S-Bahn. Ich sag grad, dass er jetzt aber gar keine Pupillen hat. Vielleicht sollte ich sie Welche Kanonen denn? Achso, die. Kannst du nicht die Treppe hochgehen? So. Wow! Wie? Nein! Oh, willst du mich verarschen? Das ist jetzt dein Ernst. Ich kann nicht lesen, das weißt du doch, Spiel. Was sind denn jetzt die Missionen? Ja, super. Moment. So. So eine Scheiße. Was war das? Scheiße. Nein, ich bin gar nicht da. Ey, was mache ich denn hier bitte? Darf ich den umbringen? Ja. Super, so eine Scheiße. Diese Kanonen sehen nach aus. Vielleicht. Ich will das Gespräch nicht anfangen, weil dann muss ich, glaube ich, die Mission weitermachen. Ist hier irgendwo welche Molokken? Ne, nur der. Nein, habe ich ganz vergessen! Wie soll ich denn bitte keine Waffen. Ja, Waffen. Keine Wachen töten, das ist unmöglich. Kann ich die nicht irgendwie betäuben? Oder so? Nein? Oh Mann. Hat die auch keiner gesehen oder so? Gut. Was ist das denn bitte? Die haben mich schon gesehen. Rot. Oh mein Gott, nein, nein. Nein, 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 ich hab, nein! Was für Reden, halt deine Schnauze. Guckt euch meinen Fuß an. Scheiße, er sieht nicht. Nein, nein, oh, oh! Ich fang nicht an, richtig zu heulen. Was? Scheiße. Ey. Oh Gott, was machst du da? Ich will doch da nicht lang. Ach, ich gehe den einfach mal so hinterher, ne? Oder auch nicht. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist. Es behagt mir sicherlich auch. Weit weg von der Heimat und von Truppen verteilt. Das ist durch den Bruder Blutdurst, macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil er das beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Port Duquesne für mich. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls Sie sie sehen. Ich soll mal schneller reden. Was? Haha, ihr habt mich nicht gesehen. Scheiß Mission. Nein. Jetzt ist es ein Schnauzer, der Pischer. Fuck! Oh nein, bitte nicht. Nein. So macht man das. Ich habe jetzt niemanden umgebracht. Wo muss ich denn jetzt hin? Anhalten! Ja. Ach so, ich muss da rein. Na gut. Und jetzt? Ach so. Ach, das ist ja nicht so schwer. Komm, kletter hoch. Oh, oh, Mann. Was machst du denn da, du Pescher? Kletter doch da hoch. Mann, was?
Danke. Nichts da drüben. Ups. Wollte ich eigentlich gar nicht töten. Oh Gott, was wollt ihr denn? Ich hab doch nichts getan. So. Nein, kannst du nicht. Ach, jetzt scheiß auf die optionale Mission. Ist jetzt mir gerade irgendwie egal. Oh. Wie sieht's aus? Braddock ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Aber es dauert, bis sie bereit sind. Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist. Good job. Honor you. Cool. Haben wir... Ja, genau. Die Mission haben wir jetzt auch geschafft. So, machen wir nochmal die nächste. Wenn ich wüsste, wo ich jetzt hingehen muss... Irgendwas zu plündern vielleicht oder sowas? Ach, ich glaube nicht. Bambi! Ach, ich dachte, ich kann ihn jetzt irgendwie häuten oder so. Das kann man erst später. Komm, renn mal ein bisschen schneller, du Bimbo. Der ist bestimmt ganz schön warm, der Fluss. Was geht bei euch so? Nix? Okay. Arschbombe. Okay, dann eben nicht. Komm schon, Mann. Wie weit ist denn das jetzt weg, Mann? Mann. Stopp! Hier darfst du nicht durch. Ey! Ich soll ganz ruhig sein? Oder hat er das zu seinen Pferden gesagt? Ah, das kann ich nur synchronisieren, glaube ich. Dann mache ich das gleich mal. Kann ich das noch synchronisieren? Oder habe ich das schon? Dann kann ich anscheinend nicht. Ich glaube, der Mann hat schon ein bisschen zu viel gehabt. So. Laut unser Totengesang. Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit.
Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, lasst uns gehen. Jo, jetzt geht's los. Jetzt war es zu kalt. Oh, jetzt ist... Jetzt ist es verdammt heiß. Ist auch kein Winter mehr, wollte ich gerade sagen. Und schwül dazu. Kannst es nicht sein. Kann ich nicht irgendwie schneller rennen? Reiten? Dazu schweigen von uns geht aus. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, bitte. Er wird gar nicht wissen, was ihm geschieht. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Wer ist Lee? Zurück zu Braddock, seinen Dienstabweis. Ist das mein Butler oder was? Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert. Hey! Nach unserer Hallo? Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig. Was geht da ab bei denen? Und vergeben. Ist gut geworden. Ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Man fängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitz. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind. Bruder, was geht bei dir? Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Okay, Meister. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seiner und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Habt ihr gesehen, wie der eine gerade die ganze Zeit rumgezappelt ist von seinen Soldaten? Diese wachsen echt lustig. Was soll ich tun? Moment. Nein. 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 Ja. Offene Konflikte vermeiden, alles klar. Nee. Moment. Ohne offene. Okay. Ja, komm doch her, du Becher. Hey, das hat doch niemand gesehen. Hey, doch. Hallo, kann ich dir mal bitte angreifen? Danke. Gut. Hey, was schubst du mich, du Pischer? Gut. Und jetzt? Ach, Mann.
scheiß optionale Mission. Wenn die Franzmänner weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Bruder, was geht bei dir? Es war eine Ehre, gedient zu haben. General! Wieso kann ich denn jetzt hier nicht einfach umbringen? Nein, das muss ja immer kompliziert sein. Edward! Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! Wo seid ihr hin, Edward? Wie, wo seid ihr hin? Hat er nicht gerade gesehen, wo er hingeritten ist? Was? Pulverkarren? Ah. Okay. Schieß! Schieß! Ja, jetzt ist zu spät, du Pesche. Wie schieße ich die denn ab? Da. Schieß! Schieß doch! Hey, was ist denn das? Ich kann nicht schießen. Ich muss gedrückt halten, alles klar. Ich glaube, jetzt ist es schon zu spät, oder? Haha, du Dolly. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. Oder auch nicht. Nicht. Schnell, bevor er davon kommt. Ich sag dir los! Das verdiene ich nicht! Haha, so geht's auch. So ein Spasti. Warum, Heathen? Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja. Vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen. Die Welt doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Lebt wohl, Edward. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Nein. Nein!
Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte, ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. Bei denen läuft. So, lass mich mal überlegen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon den Part aufgenommen habe. Ja, mal gucken. Ein paar Tage später. Ja, gut. Dann mache ich das einfach mal noch schnell und dann. Danach stoppe ich den Part. Oh, ich habe gerade so einen Zettel aufgesammelt. Master Kenway, habt ihr es gefunden? Es war nicht der richtige Ort. Die anderen. Naja, eigentlich ja schon. Gentlemen. Bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Eure Hand. Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Das ist so heftig. Was? Sehen, oder? Wow. Allerdings wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen.
Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templer-Verschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest... nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Ja, was soll man dazu sagen? Ich finde es eigentlich ziemlich heftig, dass man die ganze Zeit einen Templer gespielt hat und dann, ja, ich weiß dazu gerade nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier den Part beenden. Wir sehen uns dann halt wieder im nächsten Part und ich hoffe, ich...